Hallo und herzlich willkommen zurück zu Atlas Fallen und Beagle. So, wir gehen jetzt zu Kendra. Hello, Kendra. Der Held kehrt also zurück. So in etwa, ja. Hast du etwas gefunden? Ich habe das Tagebuch von Valerie gefunden. Sie ist auf dem Weg nach Litesta. Unmöglich. Meine Späher hätten sie gesehen. Du solltest vielleicht ihr Tagebuch lesen. Sie erwähnte einen Partner. Sie hat also nicht allein gearbeitet. Einige Seiten fehlten, aber ich habe sie alle gefunden. Sie schreibt von etwas Seltsamem. Einer Macht in den Wildlanden. Und sie deutet an, dass dieser Partner eine Frau ist. Hat sie... Gab es darin irgendeinen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort? Nein. Aber ich würde wetten, dass es Litesta ist. Interessant. Gibt es noch mehr? Es gibt noch eine andere Gottheit. Ein Rivale von Telos. Nayal. Und ein Teil dieses Gotteswesens ist hier, im Gauntlet. Ich verstehe das nicht. Es gibt nur ein sogenanntes göttliches Wesen. Eines. Es gab einen Krieg. Nayal kämpfte für die Menschen. Für die Menschheit. Und wurde besiegt und weggesperrt. Vergessen. Woher weißt du das? Nayal spricht zu mir. Durch den Gauntlet. Ich... Das ist... Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Aber lass Arif bitte vorher bitte. Raus, ja? Und was ist mit Arif? Ich werde dafür sorgen, dass er freigelassen wird. Unter der Bedingung, dass du ihn ständig im Auge behältst. Lieber und jetzt ihn als geh dich. Und hol ihn. Während ich meine Gedanken sammle. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich als heftig weißer Mensch hier total fehl am Platz bin. Aber ich habe die doch nur nach mir gestaltet. Rote Haare, weiße Haut, blaue Augen. Es tut mir leid, dass das in einem Wüstenland nicht gängig ist. Damit müssten die eigentlich hier noch misstrauischer mir gegenüber sein. Oh, falsch. Das ist nicht das Gefängnis. Weil du bist auch recht hell, oder? Ja, nicht so hell wie ich. Du hast gleich eine Maske auf, damit man es nicht sieht. Naja. Wobei ich zugeben muss, das Charaktermodell, das ich da genommen habe, das war allgemein sehr hübsch. Auch in seiner Ursprungsform. Aber ihr wisst, der Beagle versucht immer so halbwegs in die Richtung zu gehen, wie er optisch ja auch aussieht. Sprich, rote Haare, weiße Haut, blaue Augen. In Hogwarts Legacy hatte mich das ja damals so enttäuscht, weil die Haare einfach eher nicht wirklich rot waren. Hast du Valerie gefunden? Ja, nein. Leider nein. Es tut mir leid. Aber es ist möglich, dass sie zur Hauptstadt gereist ist. Als Valerie den Gauntlet trug, sagte sie, es fühlte sich an, als ob etwas versuchte, sich zu verbinden. Aber dann ist er explodiert. Es ist ein Wunder, dass sie die Explosion überlebt hat. Andererseits, du hast es auch. Vielleicht bringt das Kendra zur Vernunft. Ich kann helfen, wenn sie mich nur gehen lässt. Deswegen bin ich hier. Gerade zur rechten Zeit. Ich hatte langsam genug von diesem Ort. Was war denn los? Erzähl mir alles. Der Gauntlet ist ein Gefäß oder ein Kanal, durch den man mit Nayal sprechen kann. Mit Nayal? Einem Gotteswesen. Es ist der Rivale von Telos. Und wurde vor vielen hundert Jahren von ihm gestürzt. Das Gefäß enthält seine Macht, seine Stärke. Und du hast Kendra all das erzählt. Was hat sie gesagt? Sie braucht Zeit. Warten wir, bis sie uns ruft. Danke, mein Freund. Das meine ich ernst. Keine Lügen mehr, verstanden? Das würde ich nicht wagen. Er ist also doch halbwegs ein guter. Halbwegs. Ich betone extra halbwegs. Man weiß ja nie, ne? Danke für die Geduld. Danke, dass du mich aus diesem Loch befreit hast. Endlich kann ich frische Luft atmen. Du bist in der Höhle, Junge. Ich habe über deine Worte nachgedacht. Von den Gotteswesen Sie und alten ignoriert ihn auch. Und ich glaube dir. Es ist an der Zeit, das Unrecht, das uns vor 10 Jahren angetan wurde, wieder gut zu machen. Endlich. Ich meine, ja. Ja, das ist perfekt. Die Königin muss mit ihrem Leben bezahlen.
Und du wirst derjenige sein, der es ihr nimmt. Ich? Du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Wir marschieren nach Litesta. Schließt du dich uns an? Hilfst du uns, die Fehler der Vergangenheit auszumerzen? Ja, ja. Unser Weg führt uns in die Hauptstadt, um den Avatar von Telos zu beseitigen. Das ist von Vorteil für uns. Ich habe meine Gründe, mich ihr entgegenzustellen. Wir werden es tun. Ist das jetzt einfach scheiße verschriftlicht worden, oder wie? Unser Weg führt uns nach Litesta. Und während wir dort sind, ja, wir werden es tun. Damit ist es entschieden. The Gauntlet war der Schlüssel zu allem. Lasst uns sehen, was er wirklich kann. Bereitet die Truppen vor. Wir ziehen in den Krieg. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir, Trägerin des Gauntlet. Oh, jetzt hat sie mal richtig gegendert. Reise nach... Nee. Monsala. Ach so, ich kann mir die theoretisch verschieden zusammenstellen, ja? Das kann ja, also das mag ja sein, aber ich will lieber meine Rüstung aufbessern. Was brauche ich wohl? Armberge, wo war nochmal der Amboss? Ich glaube, hier unten war der Amboss, ne? Ja, der hat auch echt Pech, ne? Armberge, meine ich jetzt. Wie viel Rüstung habe ich denn jetzt mittlerweile eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also gibt es nur noch 4 Rüstungen insgesamt. Ich sag da aber nichts zu. Ja, also ich habe jetzt im Moment nicht so viel Wahl, als weiterzumachen, weil ich bin nicht stark genug für den Rest unten in dieser versunkenen Stadt. Aber ich finde es witzig, sie hat jetzt 2 Sekunden über etwas nachgedacht und ist dann zu dem Schluss gekommen: Krieg, Krieg, überall Krieg! Wir werden keine Chance gegen euch haben! Wir werden dich vermissen. Mich? Ach so. Brüder! Schwestern, die Kommandantin hat gesprochen. Tschüss. Ich meine, ich muss ja an die alten Orte nochmal zurückkommen, weil da ja noch Sachen sind, die ich lösen kann. Also, von dem her. Mächtige Verbündete. Die Stadt der Sonne. Das sieht schick aus. Hut ab. Deck 13. Das sieht wirklich schick aus. Wir ignorieren mal, dass zwischendurch Grafik aufploppt. Endlich ist es soweit. Lass uns den Plan noch einmal durchgehen. Unser Ziel ist es, die 1000-jährige Königin zu töten und die Hauptstadt Litesta zu übernehmen. Mhm. Die Stadt bereitet sich auf das Ritual der Essenzsegnung vor. Arif ist bereits dort, um herauszufinden, wie wir das zu unserem Vorteil nutzen können. In der Zwischenzeit werden wir uns auf den Angriff vorbereiten. Aber? Unsere Kräfte sind begrenzt. Wenn du etwas Zeit erübrigen kannst, um bei den Vorbereitungen zu helfen, sprich mit meinem Leutnant. Verstanden. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir werden die Hauptstadt im Auge behalten. Und ich habe einen Falken, der Arif im Auge behält. Ich werde wissen, wenn er vom Weg abkommt. Wir werden dir ein Signal schicken, wenn wir bereit sind.
Sie vertraut Arif also immer noch nicht? Ich weiß nicht. Ich würde einem Menschen eher weniger vertrauen, der instant in Krieg ziehen möchte, aber sei es drum. Ein weiterer Amboss ist in der Nähe. Ja, danke. Spürst du ihn? Ja. Nial, ja. Ich hab den schon auf selten eingestellt, Leute, ja? Ich weiß noch nicht, ob ich es so mag, dass es mich so heftig an Forspoken erinnert. Diese unscheinbare Höhle oberhalb der Straße, das geheime Tor nach Bastengar war. Die alten Wege der Ritter. Wer weiß, wie viele davon in Vergessenheit geraten sind. Ich meine, ich muss jetzt auch mal klipp und klar sagen, dass Forspoken das mit am schlechtesten geguckte Let's Play überhaupt bei mir ist. Das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das DLC nie gemacht habe, auch wenn ich es besitze. Und ich selbst hatte einfach noch keine Lust, Forspoken nochmal neu zu installieren. Das ist der einzige Grund, was mich daran gehindert hat, privat das DLC zu spielen. Wobei das dauert, glaube ich, nur ein Stündchen oder so, so ähnlich wie bei Callisto-Protokoll. Aber diese ganzen Parallelen zu Forspoken, ich weiß noch nicht. Also es ist besser als Forspoken, viel besser als Forspoken, also ne? Kendra sagte, du könntest meine Hilfe gebrauchen. Ja, aber es ist nicht so, dass ich die Dienste des Gauntlets unbedingt in Anspruch nehme. Mit den Parallelen. Aber es gibt einiges, das du tun kannst, um viele Leben zu retten. Was soll ich für dich tun? Zuerst könnten wir etwas Feuerkraft gebrauchen. Vor einer Weile hatte eine Karawane einen Unfall an der Straße der Abgaben. Finde ein paar der Essenzfässer, die in den Treibsand daneben gefallen sind. Nach all der Hitze wird die Essenz instabil geworden sein. Explosiv sogar. Perfekt für uns. Außerdem haben wir eine Art Spionin in der Priesterschaft. Sie sollte uns eigentlich über Litestas Garnison informieren, hat sich aber schon eine Weile nicht mehr gemeldet. Es gibt Anweisungen, wie wir sie kontaktieren können. 3 Manuskripte, 3 Ritter, 3 Worte. Versuche mit ihr darüber zu sprechen. Sie war zuletzt im Tempel am Straßenrand, auf dem Weg nach Litesta stationiert. Finde einen Platz für unser Kommandozelt in der Nähe von Litesta und sichere ihn. Achte darauf, dass du diese Aufgaben erledigst, bevor wir mit der Belagerung beginnen. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Ich habe diesen Essenzstein bei mir. Es war einer von Valeries, bevor der Unfall passiert ist. Wenn du in der Lage bist, diese Aufgaben zu erledigen, werde ich bereit sein, ihn dir anzuvertrauen. Immer diese Bestechung. Nee, ich wollte doch eigentlich an die Karte, Mensch. Die ist ganz schön groß, ne? Kann ich denn jetzt die Quest von ihm noch machen? Ja, kann ich. Okay. Warum zeigt er mir hier unten eigentlich die ganze Zeit an? Geil. Auf die Karte, Mensch. Ich bin immer so unschlüssig. Oh, ich sehe da direkt was für mich. Warum sollte ich den machen wollen? Ach, deswegen. Ey, old man! Aua! Thank you.
den Falschen, glaube ich, erwischt, oder? Es hat ihn aber nicht gestört. Du bist schwer verwundet. Lass uns einen Amboss naja, zum Ausruhen. So schwer verwundet bin ich auch nicht. War hier nicht irgendwo gerade noch eine Kiste? War doch eine Kiste? Ey Leute, hier war eine Kiste. Ich hab sie genau gesehen. Oder habe ich mir das eingebildet? Ist das über dem... Ich könnte auch noch so ein viertes Mal sprinten gebrauchen. Ein besonderes Artefakt. Noch mehr besondere Artefakte. Die Göttlichkeit durchströmt mich. Die südliche Höhle. Oh, nein, hier ist nichts. Hätte ja sein können, Leute, also, ne? Man merkt mir, glaube ich, meinen Erkundungsdrang ziemlich an. Cool, was kann das hier? Heb's hoch. Ach so, und das hat mir jetzt was gebracht. Aber von hier aus müsste ich an das hier kommen. Ein Artefakt. Und da hinten war irgendwo die Statue, die ich kaputt machen wollte, ne? Ey, Nial, ist hier irgendwo ein Ambok? Ach, ein Amboss. Ein Ambok. Close enough with an Ambok. You know? Everyone knows the Ambok. Wenn ihr den nicht kennt, ist das nicht mein Problem, Leute. Der Ambok ist ein sehr verehrtes Teil, ja? Jeder will einen Ambok haben, Leute. Jeder. Und wenn ihr keinen Ambok wollt, dann kann ich da nichts für. 12. Ich bin viel schärfer darauf zu sehen, ob irgendwo hier ein... Da hinten ist die Truhe für mich, sehr schön. Ein Amboss für mich ist. Scheinbar nicht wirklich. Naja. War das die verschlossene Truhe, die ich, zu dem da vorne wollte ich nämlich auch noch und nämlich ihn kaputt machen. Put, 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 alles put! Er kennt's nicht. Die pure Aggression, die mich hier einherfällt. Nichts hier unten zum kaputt machen. Daneben von da oben. Scheiße. Da war ich ein bisschen zu. Ungeduldig. Ah, oh, komm, nee. Ich mach, Das hat nicht funktioniert. Huch, was war das denn? Ah, oh, Geld! Jetzt echt eine Seite zerstört, die ich gar nicht zerstören wollte? Krass. Komm,
ich denn da hoch? Da oben. Ah, da komme ich am besten, glaube ich, von da dran, ne? Ja. Nee, ich bin auf der falschen Seite, aber egal, das muss gerade sein. Ich hoffe, jetzt ist Talos nicht zu angepisst, aber ist mir egal. I mean, I don't care. Oh, was ist das da unten? Oh, was ist denn das da unten? Oh. Ja, was ist das? Aha. Oh nein. Sind die eigentlich wieder unter? Offensichtlich nicht. That's absolutely magic. Sorry, ich muss erstmal hier. Danke. Jetzt können wir darüber reden, dass ich euch platt mache. Sind jetzt verballert. Oh, okay. Das war jetzt easy going. Hauptstraße nach dem See. Oh, noch mehr im Treibsand oder wie? Eventuell sollte ich nicht mit da reingeraten. Zwei von drei beringende Vasen. Mach mich mit hoch, danke. Bitte nach oben machen. Danke. Dann mach es erst nach oben. Denn jetzt hier gelandet? Weit weg von allem gefühlt, ne? Ha. Schauen wir doch mal. Da ist ein Panzerbrecher, der mir relativ egal ist. Nial, hast du nicht auch mal was mitzuteilen? Wie, hey! Was seid ihr denn? Ja.
denn? Hallo? Unser Feind ist fast am Boden. Zerschmettert. Ja, wie ich auch, ne? Irgendwas hat jetzt funktioniert, obwohl ich es nicht mal gesehen habe. Okay. Ein Kreisel, wie süß. Was habe ich denn jetzt hier auf der Karte alles so entdeckt? Was ist das? Wachturm. Okay. Hier geht's eher nirgendwo hin. Ich bin einfach so neugierig, ey. Man will sich ja schon irgendwie anständig umgeguckt haben. Bin ich hier? Eine Brücke ins Nirgendwo. Okay. Achso, ich kann auch in der Kiste stehen. Das macht nichts. Wo würde es denn hier hingehen? Okay. Nirgendwo hin anscheinend. Wo geht das hin? Nirgendwo geht das hin. Warte mal, ich will doch gar nicht die Hauptquest machen. So, ja, die hier. Das ist ein bisschen umständlich, aber egal. Na gut, ihr Lieben, ich mache hier einen Cut rein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich habe das Gefühl, dass es doch noch einiges zu entdecken. Was ist das da oben eigentlich? Da will ich hin. Und dieser Panzerbrecher, der mich nicht stört. Nee, nee, oh Gott. Aha, okay, warte mal. Auch wenn ich jetzt Tschüss gesagt habe, möchte ich einmal wissen, ob das... Yes. Die Phantome sind so mächtig, dass kein einzelner Mensch sie bekämpfen kann. Zumindest dachte ich das. Aber jetzt ist jemand mit außergewöhnlichen Fähigkeiten aufgetaucht. Ich habe gehört, dass es sich um einen Menschen handelt, nicht um eine Art Geist. Ist dies der Beginn einer Zeit, in der Menschen gegen Phantome kämpfen können? Oh, ich wünschte, es wäre so. Welche Waffe könnte diese Person tragen? Phantome tragen den Geist von Telos in ihren gehärteten Hüllen. Aber es handelt sich bei ihnen nicht nur um geistlose Ungeheuer. Ich habe gesehen, wie sie... Menschen zusammentreiben. Sehr. Bisher bestand unsere einzige Möglichkeit zu überleben darin, ihnen fernzubleiben. Sie an Orten zu halten, wo sie keine Gefahr darstellen. So viele Menschen haben versucht, mehr über die Phantome herauszufinden. Aber sie sind alle früher oder später dabei gestorben. Tja. Nun... Eigentlich eher früher. Gut, ihr Lieben. Dann mache ich hier einen Cut rein. Haut rein.